Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forex Screener Trades Finden mit Mark Screening. Und ja, wir machen diese Webinarreihe mit Manuel Lücke. Ich freue mich, dass er heute Abend wieder hier für uns die Zeit gefunden hat. Und insbesondere freue ich mich, dass Sie an so einem schönen Sommerabend dann ja live dabei sind. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns auch direkt mal den Risikohinweis an. Denn wie immer dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Okay, dann übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, lieber Manuel. Bin gespannt, was du für Themen für uns mitgebracht hast und wünsche natürlich viel Spaß. Vielen Dank. So, dann sollte man den Bildschirm jetzt sehen. Ja. Präsentationsfolie. Super. Ja, von mir auch nochmal ein herzliches Hallo. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Heute geht es natürlich wieder um das Thema Marktscreening, Trades finden mit Marktscreening, natürlich mit dem Forex-Screener. Und es wird heute ja, das letzte Mal sein in dieser Webinarreihe, dass wir dieses Thema behandeln. Dazu würde ich später noch was erzählen. Und ich würde vorschlagen, ja, wir starten einfach mal für die Leute, die mich noch nicht kennen, eine kleine Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin studierter Informatiker und bin schon sehr früh mit der Börse in Kontakt gekommen. Das Ganze fing bei mir damals schon vor dem Studium an, dass ich quasi in einer Vermögensverwaltung gearbeitet habe und dann später während dem Studium als Werkstudent dort war und darüber hinaus auch noch Fulltime angestellt war. In der Vermögensverwaltung ging es darum, Handelssysteme zu entwickeln, vollautomatische Handelssysteme, die nur noch betreut werden müssen, mit ja, so wenig Eingriffen wie möglich. Und das Ganze kann man eben nur machen, wenn man ja auch die Programmiererfahrung und die Entwicklerskills mitbringen kann und Algorithmen und Logik eben versteht. Und das Ganze hilft eben nicht nur für die Entwicklung von Systemen, sondern natürlich auch für andere Tools in Richtung Trading-Software, wenn man die beiden Welten vereinen kann, ne? Also da gibt es ja einfache Unterstützung, wie zum Beispiel automatische Trading-Stop-Losses oder ja, wie in dem Fall eben Screening-Software oder auch Copy-Software, die von vielen Leuten dann eben benötigt wird. Und nachdem ich dann in der Vermögensverwaltung mich verabschiedet hatte, hatte ich mich mit einem Kollegen zusammengetan, um selber ein Unternehmen zu gründen in dem Bereich automatische Trading-Systeme und auch individuelle Handelssoftware. Die Firma habe ich dann später erfolgreich verkauft und habe mich dann ja, mit meinem Hauptfokus eben auf den Forex-Screener fokussiert, ja, da man eben nur eine Sache immer richtig machen kann, ne? Und seitdem an bin ich eben der Gründer und der Geschäftsführer des Forex-Screeners. Die Software werde ich Ihnen heute noch vorstellen für die, die Sie nicht kennen. Und ja, mit der Screening-Software sparen Sie eben eine Menge Zeit am Markt, können Trading-Situationen gut finden und auch Chart-Patterns erkennen. Das werde ich Ihnen natürlich heute alles noch zeigen. Ich würde, wie ich es gerade angekündigt habe, noch mal kurz darauf eingehen, dass ab nächsten Mal die Webinarreihe eine andere sein wird mit dem Forex-Screener. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir die Einführung, die wir bis jetzt immer gemacht haben, für eher die Neuzugänge, dass wir das Thema abändern und uns speziell auf einzelne Themen fokussieren werden. Und da können Sie gerne auch mal in den Chat hineinschreiben, welche Themen denn für Sie wichtig sind. Das Ganze wird dann eben so ablaufen, dass wir uns ein Thema schnappen werden, zum Beispiel Pivotpunkte. Und dann werden wir eben mal schauen, worum es bei der ganzen Thematik geht. Was sind Pivotpunkte? Das Ganze in der Theorie erstmal erklärt als kleinen Teil.
Danach wird Ihnen dann eben gezeigt, wie Sie solche Setups finden können, also wie Sie Pivotpunkte handeln können, wie Sie das Ganze eventuell auch noch kombinieren können mit weiteren Kriterien am Markt, um eventuell Ihre Erfolgschancen zu steigern und Ihre Profite zu steigern oder auch Misstrades, Miss-Setups einfach zu vermeiden. Und eventuell könnten wir auch noch einen Part einfügen, wo man das Ganze mal historisch auch backtesten kann. Wenn wir mal schauen, schreiben Sie gerne in den Chat, was Sie, ja, welche Themen für Sie interessant sind. Für heute steht dann nochmal auf der Agenda, dass wir eine, ja, ich sag mal, eine Einführung machen für die Neuzugänge und auch die neuen Features vorstellen. Wir haben ein neues Feature an Bord seit dem letzten Mal, das schon heiß erwartet wird. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen auf unserer Webseite. Wir bieten nun auch das Rectangle Pattern an, ein Chart Pattern, nach dem Sie eben suchen können, welche Symbole das ausgebildet haben im Chart. Genau. Ja, dann fangen wir erstmal mit den Basics an. Hands on. Wozu man Marktscreening überhaupt nutzen kann und was es damit auf sich hat, was Sie damit finden können. Und ich habe hier mal einen Beispielchart mitgebracht. Darin kann man eben folgende Sachen erkennen. Man kann erkennen, es gibt hier einen Widerstand, das ist der dicke schwarze Balken. Und man kann sehen, dass der Kursverlauf, der von unten kommt, dass er sich an diesen Widerstand stößt und daran erstmal abprallt. Nachdem er wieder Schwung geholt hat, wird er dann wieder nach oben ziehen, der Kurs, und erneut abprallen an den ganzen Markt, an den Widerstand. Man kann eben sehen, die Widerstände, das ist ja so ein Pattern, das nennt man eben doppeltes Top, könnte man in dem Falle dazu sagen. Und man kann auch sehen, dass die Tiefs immer höher werden, was ein Anzeichen dafür ist, dass der Kurs letztendlich durch den Widerstand durchbricht. Und nachdem er den Widerstand durchbrochen hat und der Kurs erstmal sich entfernt hat von dem Widerstand, wird er irgendwann wieder zurückkommen zum Widerstand und diesmal von der Oberseite aber abprallen. Das sind jetzt eben so Trading Basics, die haben mit dem Screening an sich noch nichts zu tun. Nun haben Sie aber das Problem, dass Sie ja genau solche Setups dann eben suchen wollen. Also zum Beispiel, Sie wollen Märkte sehen, die sich gerade an einem Widerstand befinden, beispielsweise eben genau an solch einer Stelle wollen Sie das finden, oder vielleicht wollen Sie auch noch ein weiteres Kriterium hinzugeben, dass Sie sagen, der Kurs, der aktuelle, der soll sich nicht nur an dem Widerstand befinden, sondern wir wollen auch noch eine Kerze haben, die in dem Falle ein bullisches Engulfing ist. Das heißt, dass die Kerze die Vorkerze komplett umschließt mit Hoch und Tief. Und was man eben als Bestätigung des Signals nochmal wahrnehmen kann, um eben in die Long-Richtung einzusteigen. Ein weiteres Setup in dem Bild wäre auch, dass der SMA, über den wir gerade noch gar nicht gesprochen haben, dass man dort einen eventuell Einstieg leisten kann, sobald der Kurs daran sich befindet oder in dem Fall auch abprallt, um dann in die Richtung für den nächsten Widerstand zu handeln, und man könnte den 200er MA in dem Falle später dann auch als Trailing Stop Loss Linie nutzen. Eignet sich dann natürlich für Trader, die etwas langfristiger unterwegs sind. Also Swing Trading zum Beispiel, im kurzfristigen Bereich würde man, denn also als Scalper würde man sich jetzt natürlich nicht am 200er SMA orientieren. Genau. Als letzten Punkt noch zu dem Widerstand. Der Widerstand, das können eben sehr viele Sachen sein. Also wir haben bei uns in dem Forex Screener auch mehrere Filter, mit denen Sie Widerstände suchen können. Und Widerstand heißt zum Beispiel ein Pivotpunkt. Also ein Pivotpunkt kann ein Widerstand sein, genauso wie eine Preismarke, also eine Big Number. Genauso kann ein Widerstand auch sein, ein Fibonacci-Level. Und wir erkennen eben, ob es sich um einen Widerstand handelt, indem wir
in der Vergangenheit sehen können, ob der Kurs schon mehrmals abgeprallt ist an diesem Widerstand oder ob der Widerstand unrelevant ist für den Markt. Und dann kann man sich daran eben orientieren. Genau. Dann gehen wir mal eine Folie weiter, beziehungsweise kann ich hierzu auch gerne mal ein kurzes Beispiel zeigen, damit Sie meinen richtigen Chart sehen, wo man das Ganze dann auch anwenden kann. In der Theorie sieht es ja meistens immer so bilderbuchmäßig aus und in der Praxis läuft der Markt ja nicht so, ja, so 1A bilderbuchmäßig immer ab. Deswegen zeige ich es vielleicht mal kurz an der Stelle. Auch einen Trade, den wir mitgemacht haben, US-Dollar, mexikanischen Peso. Das werden als Symbol viele Leute von Ihnen auch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es eben ein Exot ist. Und die meisten Leute, die ohne Screener handeln, die haben eben auch nur begrenzt eher Platz auf dem Bildschirm, um eine gewisse Anzahl von Charts sich anzuschauen. Und da ist der US-Dollar, mexikanischer Peso, dann natürlich meistens nicht mit dabei. Aber man sieht eben hier in dem Chart die blauen Linien, die eingezeichnet sind. Das sind in dem Falle sind es Preismarken. Davon haben wir eben zwei Stück. Und man sieht eben eine ja, sehr strikte Aufwärtsbewegung vom Markt im M5. Und man sieht, dass der Widerstand, der wird hier erstmal angelaufen. Auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so gut ersichtlich, aber ja, man kann eben sehen, der Schlusskurs der Kerze, der schließt eben nicht direkt über den Widerstand, sondern der Markt, der testet eben mal an, wie weit er hier gehen kann. Und wäre man jetzt hier Short eingestiegen, was ich an der Stelle jetzt nicht gemacht habe oder auch nicht gemacht haben würde, weil es hier keine Bestätigung gab, aber man kann sehen, der Widerstand hat hier funktioniert, da es hier eben einen Rücklauf gab. Danach haben wir eben eine bearische Kerze gehabt. Und wir haben hier in dem Beispiel eben abgewartet, dass der Kurs erstmal über diesen Widerstand geht, danach in die Korrektur verfällt und ja, hier wäre der Widerstand gewesen. Für die Bewegung wurde dann das Fibonacci-Retracement angesetzt, kann man hier sehen. Und man muss es eben manchmal auch so ein bisschen ja, kombinieren mit dem Widerstand und mal schauen, ob das eben punktgenauer Widerstand ist oder ob man hier auch so eine Range haben kann, wo der Kurs reinlaufen kann, wie in dem Beispiel. So dass wir den Entry, den haben wir hier gemacht, kurz unter dem Widerstand. Und hier oben wurden wir dann ausgestoppt. Also haben wir uns auf jeden Fall ein paar Punkte mitgenommen. Und ja, das Ganze haben wir uns natürlich dann auch noch auf einem höheren Zeitintervall angesehen. Dort sieht man auf dem H1, dass der Kurs hier schon ja, von hier unten an eben sehr weit nach oben gelaufen ist. Und das ist eben ein Anzeichen dafür, irgendwann muss ja eine Korrektur erfolgen und die erfolgt dann eben meistens an einem bis zu einem gewissen Widerstand. So, das als kurzes Beispiel dazu. Wenn man sich jetzt eben nach Trading-Setups umsieht, dann ist das ja nicht der einzige Ansatz, sondern es gibt eben so viele Setups, die man alle handeln kann. Ich persönlich finde es auch gut, wenn man sich auf eines oder ja nicht nur eines, aber auf ein paar spezialisiert, die man dann vielleicht auch so perfektionieren kann, anstatt dass man eben in jedem Chartbild ein Setup sucht. Und das vielleicht gar kein richtiges Setup mehr ist, sondern man fängt dann an, Sachen zu erkennen, die vielleicht gar nicht da sind. Oder man hat vielleicht auch Lust, richtig zu traden und will sich dann schönreden, dass man einen Einstieg machen kann in ein Setup, was gar nicht profitabel aussieht. Also von außen betrachtet, ne? Sondern dann eben nur für den Trader in dem Moment. Deswegen habe ich hier auf die Folie mal ein paar Setups aufgeschrieben, die Sie mit dem Screening eben finden können. Und hier sieht man eben schon, hier sind auch die Klassiker dabei, wie zum Beispiel RSI über 80. Das ist so ein Setup, das sollte man natürlich
kombinieren können, weil nur weil der RSI über 80 ist, heißt das natürlich nicht, dass man blind short in den Markt gehen kann, sondern das Ganze kann man ja, also das ganze Momentum kann man ja eben dann mit so einem Widerstand, wie ich es gerade eben schon mal gezeigt habe, auch noch zusätzlich kombinieren. Dann haben wir eben die Preismarken, das ist das, was ich gerade eben schon gezeigt habe. Wir haben Gaps, die wir finden können. Wir können handeln nach Tagesveränderungen oder sogar auch Monats- und Wochenveränderungen. Und da könnte man ja eben sowas suchen wie der Monat oder die Woche. Die haben eine sehr hohe Kursentwicklung, also sehr viel Profit gemacht. Und der aktuelle Tag hat eben eine negative Profitentwicklung gemacht. Also wir haben jetzt eine bearische Kerze in einem bullischen Markt sozusagen und können daran dessen ja dann das Ganze auch noch mit einem Widerstand kombinieren und das Ganze dann eben als Korrektur-Entry Setup handeln. So, dann haben wir auch noch Klassiker dabei, wie zum Beispiel SMA-Crosses. Das ist ja, also ich persönlich habe damit noch keine guten Erfahrungen gemacht, aber ich weiß, dass die Nachfrage da auch sehr hoch ist. Und in meiner Zeit als Systementwickler gab es auch Trader, die sich das ja, entwickeln lassen haben und damit auch viele Profite erwirtschaftet haben. Vielleicht ist es auch eher so eine marktabhängige Geschichte, wo man das Ganze anwendet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den DAX handelt, da werden die SMA-Crosses nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Und ja, Candle-Patterns oder Chart-Formationen haben wir eben auch im Repertoire. Und so dass wir versuchen, breitflächig alles abzudecken, dass Sie als Trader Ihr Setup jederzeit finden können. So, dann als letzten Punkt noch, bevor wir in den Screener hineingehen. Screening für die, die es noch nicht kennen. Ja, wie ich schon gesagt habe, Sie finden damit Trading Setups und das Ganze könnten Sie ja theoretisch auch selber machen. Nur, dass Sie sich eben die ganzen Charts permanent anschauen müssten und eben auch so viele Charts wie möglich, damit Sie auch nichts verpassen. Und der große Vorteil beim Screening ist, Sie können per Knopfdruck eben den kompletten Markt scannen, sodass Sie Ihr Kriterium eingeben können, wonach Sie suchen. Und Sie bekommen als Ergebnis ausgespuckt genau die Märkte, die Ihre Kriterien erfüllen. Und dann können Sie sich das Ganze vielleicht noch in der Großwetterlage anschauen und sehen, ob es tradebar für Sie ist oder nicht und sparen sich entsprechend sehr viel Zeit. Also da die Scans auch in Echtzeit sind, verpassen Sie nichts. Und Marktscreening, das Thema gibt es ja schon länger. Mit Forex Screener ist es eben so, wir haben uns spezialisiert auf den MetaTrader und das Ganze auch mit einer Partnerschaft mit dem FX Flat Broker, dass wir die Kursdaten von FX Flat beziehen. Und wenn Sie bei FX Flat handeln, dann bekommen Sie eben auch genau die Chartbilder, die Sie mit dem Forex Screener finden. Die finden Sie auch in dem MetaTrader Chartbild, was Sie denn mit, ja, was Sie in Ihrem MetaTrader öffnen. Also, da haben Sie eben auch keine Kursabweichung. Super. Dann gehen wir mal in den Screener hinein. Das Ganze erreichen Sie eben im Browser. So. Der Screener, der sieht entsprechend so aus. Ich habe jetzt hier schon mal ein Setup ausgewählt, was ich nochmal zumache. Das war eben vor einer früheren Session gewesen. Genau. Der Screener, der sieht folgendermaßen aus. Sie haben oben eine Suchleiste, da können Sie Ihr Schlagwort eingeben, wonach Sie handeln wollen, um die richtigen Filter für Sie zu finden. Und die Filter, die angezeigt werden, die sehen Sie eben unten. Da haben wir auch drei verschiedene Kategorien: Basic-Filter, Event-Filter und Pattern-Filter. Und bei Basic-Filtern, da finden Sie eben so die Standardfilter, wie also zum Beispiel Indikatorenfilter, wo Sie nach Bollinger-Bändern suchen können. Und da wäre hier der Filter für Bollinger-Bänder zum Beispiel, dass Sie sich nach allen Märkten umschauen können, die über dem Bollinger-Band aktuell sind, also eben so einen momentanen Ausbruch haben. Und das Ganze können wir als Beispiel mal auswählen. Dann scrollen wir nach unten.
sehen, dass wir gerade 218 Märkte gefunden haben, die das Ganze hergeben. Da kann es natürlich auch dabei sein, dass wir das gleiche Asset mal haben, welches auf verschiedenen Zeitintervallen das gleiche Kriterium erfüllt, da die Bollinger-Bänder ja eben auf M1 unterschiedlich aussehen als auf M5 oder auf einem anderen Zeitintervall. Und wenn Ihnen das Ganze jetzt eben noch zu viele Ergebnisse sind, dann können Sie das Ganze auch noch weiter einschränken, indem Sie zum Beispiel die Asset-Kategorie sich aussuchen. Ich persönlich bevorzuge eben immer Forex zu handeln und Sie können auch noch das Zeitintervall einstellen. Ich schaue auch gerne auf dem H1-Zeitintervall und dann kann man hier unten schon mal sehen, dass wir jetzt nur noch 7 Ergebnisse haben. Also wir haben jetzt 7 Assets gefunden, die über dem Bollinger-Band sich befinden und Forex sind. Und ich würde jetzt einfach mal eins aussuchen. Klicke hier entsprechend auf das Asset drauf, damit sich das in meinem MetaTrader-Chart öffnet. Und wir schauen uns hier mal an, das Asset, was ich gerade ausgesucht habe, der kanadische Dollar, Schweizer Franken. Und man kann schon sehen, das Bollinger-Band, das ist hier durchbrochen. Wir haben also ein Aufwärtsmomentum in dem Markt. Und das Ganze, ob man jetzt, also um jetzt festzulegen, ob man das Ganze jetzt handeln kann oder nicht handeln kann, muss man sich das natürlich auf den höheren Zeitintervallen auch mal anschauen und kann dann eben sein Statement abgeben. Und ja, ich würde mal sagen, also in dem Falle, das war jetzt sowieso nur ein Beispiel Screening gewesen, ne? Aber wie ich jetzt hervorgehen würde, ist, ich würde halt schauen, dass wir im Tageschart erstmal gehen und schauen, wie sieht das Ganze da aus. Da kann man schon sehen, dass wir temporär ab hier, beziehungsweise ab hier war unser letztes, das höchste Hoch in der letzten Zeit und das konnte nicht mehr überboten werden. Also hier haben wir schon mal so eine Art Widerstand. Und man kann sehen, dass die Hochs hier zumindest jetzt erstmal abgenommen haben. Das letzte Tief, was gemacht wurde, das wurde auch unterboten. Und entsprechend befinden wir uns langfristig gesehen in einem Abwärtsmarkt. Und ja, jetzt ist die Frage, ob man das Ganze natürlich, also ob man das Ganze, in welche Richtung man es handeln sollte. Und ich würde als Tipp natürlich sagen, versuchen Sie immer, in die Richtung zu handeln, in die die Großwetterlage auch zeigt. Also in dem Falle dann eben in die Richtung südlicherseits. Ja. So. Und wenn wir jetzt wieder auf das kleinere Zeitintervall gehen, dann haben wir jetzt schon als ein Kriterium, dass der Kurs eben über dem Bollinger Band liegt. Und ich persönlich würde jetzt an der Stelle sogar noch warten. Also ich würde jetzt hier an der Stelle noch nicht shorten, sondern ich würde vielleicht hier mal warten, bis ich an dem nächsten Widerstand liege, wie ich es vorhin schon mal erklärt habe. Und der befindet sich dann offensichtlicherweise eben hier. Und entweder man ist jetzt eben so gestimmt, dass man sagt, okay, dann setze ich mir das Ganze auf die Watchliste und warte, bis der Kurs hier ist und vielleicht noch ein Anzeichen zeigt. Oder ich gehe eben zurück in den Screener und suche, ob ich eine bessere Trading-Gelegenheit bekomme. Also so viel erstmal zur Einführung. Und was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, Sie können mir natürlich jederzeit Fragen stellen, wenn es Fragen zu dem Screener gibt. Ich würde jetzt auch mal den ersten Blick in die Fragen reinwerfen und ja, alles beantworten, was hier an Fragen gestellt wird. Aktuell hören So. alle gespannt zu. Super, okay. Ein Vorschlag für das nächste Webinarthema gibt es ja auch schon mit den Pivotpunkten. Können Sie natürlich gerne noch mehrere Vorschläge reinschreiben. Ja, dann gehen wir wieder zurück in den Screener. Und ich kann ja vielleicht mal, genau, noch mal kurz erklären. Die Basics wissen Sie ja jetzt, das sind die ganzen Filter, die Sie aussuchen können. Da können Sie ja selber sehen, was wir so im Angebot haben. Und wichtig für Sie zu wissen ist noch, dass wir hier auch Gruppen haben, die eben weitere Filter beinhalten. Also zum Beispiel können wir hier eine Gruppe mal aufklappen, bekommen dann mehrere Filter
Und das Ganze sind dann eben Filter, die sehr ähnlich sind. Also die Gruppe heißt Kerzenfolge, lässt schon mal darauf schließen, dass wir nach Assets suchen, die eine bestimmte Anzahl von Kerzen in Folge haben. Und die einzelnen Filter sind dann eben ja, grüne Kerzen oder der andere Filter dann rote Kerzen. Hier kann ich auch mal als Beispiel eben zeigen, beziehungsweise mal checken, ob wir hier etwas finden. Und wenn nicht, dann können wir das ja auch mal kombinieren und mal schauen, ob wir irgendwie eine gute Einstiegsmöglichkeit finden. Also wir schauen jetzt nach grünen Kerzen in Folge in Forex. Und man hätte auch das Zeitintervall noch einstellen können, weil jetzt haben wir zum Beispiel auch eins mit dabei. Ich persönlich bin nicht auf dem Zeitintervall unterwegs, aber wir sehen auch hier der Euro-Schweizer Franken ist auch im H1 mit einer Kerzenanzahl von 9 grünen Kerzen in Folge. Und das Chartbild hier zeigt uns auch schon mal an, dass wir uns gerade ja, irgendwo in der Nähe von einem Widerstand befinden. Vielleicht ist hier auch noch ein bisschen Luft. Können wir uns das Ganze mal anschauen und mal schauen, ob sich da eine Trade-Gelegenheit anbieten würde oder nicht. Genau, wie ich es schon eben gesehen habe. Ja, befinden wir uns jetzt, ich sag mal, schon in so einer Seitwärtsphase. Das Ganze ist jetzt kein wirkliches Rectangle, also, sondern eben nur eine Seitwärtsphase, da wir nach oben den gleichen Widerstand schon öfter mal angelaufen sind. Aber nach unten hin gab es eben nicht den einen Widerstand, sondern die Tiefs waren immer auf verschiedener Höhe gewesen. So, ich werfe mal einen Blick auf ein höheres Zeitintervall, um zu schauen. Genau, da sind wir jetzt doch eher in einem Abwärtstrend. Man kann sehen, die Linie, die ich eingezeichnet habe, die ist in der Historie auch schon signifikant gewesen, wurde öfter angelaufen. Und das Ganze bietet sich jetzt schon irgendwie als Short-Möglichkeit an. Das Einzige, was man, also ich bin halt nicht Fan davon, immer direkt auf den Knopf zu drücken, sage ich mal, sondern ich würde vielleicht mal eine Limit-Order dann platzieren an der Stelle, wo die Widerstandslinie eingezeichnet wurde. Also da könnte man jetzt eine Sell-Limit-Order mal reingeben und den Stop-Loss natürlich entsprechend platzieren über den letzten Hochs, die gemacht wurden. Und man sollte natürlich auch, wenn man mit dem Screener unterwegs ist, mein persönlicher Tipp noch an Sie, wenn man mit dem Screener unterwegs ist und vielleicht auch gerade exotische Währungspaare handelt, auch mal schauen, wie hoch der Spread eben ist. Also ich lasse mir auch immer die Ask- und die Bid-Linie anzeigen, weil manchmal über Nacht ist der Spread dann eben vielleicht doch mal ein bisschen mehr auseinander, als man es auf dem Schirm hat, sodass man den Stop-Loss einfach nicht zu eng setzt. Genau. In dem Falle könnte man hier also schön in Richtung Short gehen und den Stop-Loss sogar relativ eng noch setzen. Und wenn der Trade anläuft, dann hätte man natürlich, ja, den Take-Profit würde ich dann vielleicht, ja, so in diesem Bereich erstmal sehen, also dass der Kurs da noch einmal zurücklaufen wird, mindestens. Ob er dann noch weiterlaufen wird, ist natürlich die andere Frage. Das kann man nie garantieren, ob er eben abprallt oder nicht. Aber das wäre eben die erste Anlaufstelle. Und das Ganze käme mit einem sehr guten Chancen-Risiko-Verhältnis, da der Stop-Loss ja eben sehr eng ist. So. Genau, dann würde ich mal noch erzählen von unserem Feature mit den Filter-Setups. Das Ganze haben Sie eben hier, Filter-Setups, und das funktioniert so, dass Sie die Setups, die Sie haben, dass Sie die speichern können. Also in dem Falle hätte ich jetzt, mein Setup wäre im Forex, 7 grüne Kerzen in Folge, und das Ganze könnte ich jetzt hier einspeichern. Ich könnte mal noch zusätzlich noch das Zeitintervall auswählen, dass ich sage, nur auf H1, Forex H1, 7 grüne Kerzen in Folge. Unten habe ich jetzt auch nur ein Ergebnis dazu.
Und ich möchte jetzt eben nicht jedes Mal, wenn es eben mein Lieblingssetup ist und ich es öfter handeln möchte, möchte ich eben nicht jedes Mal diese Filter so zusammenklicken, sondern ich möchte das Ganze speichern und ja, per einem Klick in meinen Filter-Setups dann eben aussuchen beim nächsten Mal. Dann können wir eben das Ganze hier eingeben mit einer Bezeichnung, damit wir auch ja, wissen, wie das Ganze gemeint ist. Also können Sie eingeben, was Sie wollen, klicken dann auf Filter-Setup speichern und dann taucht das Ganze unten in der Liste auf. Sie können auch per Drag and Drop das Ganze dann vielleicht ja, weiter nach oben ziehen, wenn Sie wollen, damit Sie ein bisschen Ordnung in Ihre Liste reinbringen. Es hat sich eben auch gezeigt, dass es gut ist, wenn man mit dem Screening anfängt, die Filter erstmal etwas weiter zu einzustellen und dann das Ganze zu optimieren. Also wenn Sie eben in dem Beispiel erstmal anfangen mit, ja, ich sag mal, 5 grünen Kerzen und dann sehen Sie eben, es gibt sehr viele Ergebnisse, gehen dann eben höher mit der Kerzenanzahl, um das Ganze noch weiter einzugrenzen. Und dann können Sie das Ganze eben speichern als Filter-Setup. Es gibt hier auch die Möglichkeit, dass Sie das Ganze abonnieren können. Das heißt quasi, Sie können das Filter-Setup speichern und jedes Mal, wenn dieses Filter-Setup irgendwo im Markt auftritt, dann möchten Sie gerne eine E-Mail erhalten. Also Sie wollen ein Signal bekommen. Dann können Sie hier auf die Glocke an dem Filter-Setup draufklicken. Und jetzt würde mir jedes Mal eine Nachricht geschickt werden, wenn das Ganze eben am Markt erscheint. Das Ganze, da sollte man eben doch aufpassen, dass man die Filter nicht zu weit eingestellt hat, sondern dass man eben wirklich auf extreme Filter-Setups wartet. Sodass man hier zum Beispiel sagen könnte, 7 grüne Kerzen, ja, das sieht man doch schon häufiger am Markt. Vielleicht nehme ich einfach mal 10. Weil mir die Historie gezeigt hat, dass wenn 10 grüne Kerzen am Markt auftreten, dass es dann eben sehr oft zu einer Korrektur kommt. Und hier kann man gerade auch sehen, dass es jetzt kein Ergebnis dafür gibt. Es gibt jetzt gerade kein Symbol mit 10 grünen Kerzen hintereinander im Markt. Natürlich auch auf Forex und dem Zeitintervall H1. Und wenn ich jetzt allerdings die Glocke aktiviere, also ich müsste jetzt erstmal nochmal das Filter-Setup updaten, nochmal aktualisieren, da ich ja diesen Filter gerade geändert habe und das Ganze ist jetzt nach unten gerutscht. Kann jetzt jedoch die Glocke aktivieren und erhalte dann eben immer eine E-Mail, sobald die 10 grünen Kerzen im Markt von irgendeinem Währungspaar auf H1 erfüllt werden. Genau. So. Dann würde ich nochmal schauen. Fragen gibt es erstmal soweit nicht. Das ist gut. Das heißt, es ist alles verständlich. Und ich würde mal zu einem Punkt übergehen, zu den Neuerungen. So also genauer gesagt, gibt es ja seit dem letzten Webinar einen neuen Filter. Und den würde ich an der Stelle einfach mal vorstellen, mal zeigen. Und zwar handelt es sich um einen Pattern-Filter. Die Rectangle-Formation kann man auch einfach mal bei Google eingeben, findet man relativ viel dazu. Es ist eben ja, wie eine kleine Range. Ich kann das Ganze ja mal zeigen. Und zwar hat man ja als Auswahlmöglichkeiten, ja, sich alles anzeigen zu lassen, was sich gerade an der Oberseite oder an der Unterseite der Range befindet. Und hier haben wir jetzt ja, nur ein Ergebnis. Das ist jetzt gerade ein Future. Da bin ich mit dem falschen Trading-Konto eingeloggt. Hier. Auch kein Problem. Hier haben wir jetzt gerade auch kein Ergebnis gefunden, aber ich kann Ihnen da mal eins zeigen. Kleinen Moment. Mal kurz den Screenshot hier raussuchen. Genau. Da haben wir es schon. Hier sieht man eben den, ja, den Chart-Ausschnitt und hier kann man jetzt eben sehen, der Kurs befindet sich an der Unterseite von diesem Rectangle-Pattern und das Rectangle, das wäre jetzt eben
genau so einzuzeichnen. Man kann eben sehen, der Kurs, ich kann dann mal kurz die Zeichnung so belassen. So, und der Kurs, der kommt eben von unten und geht hier mehrmals an die Unter- und die Oberseite der ausgebildeten Range, stößt hier ran. Und da gibt es jetzt immer so bestimmte Annahmen, die getroffen werden als Trader. Also ja, kann man auch schon fast drüber philosophieren, sage ich mal, ne? Aber es gibt eben so Ausnahmen, woran man sich so Annahmen, an denen man sich orientieren kann. Und es sind eben so Aussagen wie, wenn man sich in einer Aufwärtsbewegung befindet und dann ein Rectangle-Pattern im Markt findet, dann wird das Ganze nach oben aufgelöst. Also der Trend setzt sich fort. Und die Annahme, die haben wir jetzt hier natürlich sehr gut erfüllt. Also wir haben ja jetzt hier so einen kleinen, also ich sag mal von hier angesehen, einen temporären Aufwärtstrend. Das Ganze ist jetzt auch auf M15 und ich würde die Großwetterlage mal ausbilden jetzt für dieses Beispiel. Aber wir befinden uns eben in diesem Aufwärtstrend und haben jetzt ein Rectangle-Pattern ausgebildet und befinden uns an der Unterseite. Und mit der Annahme, dass das Ganze nach oben aufgelöst wird, könnte man jetzt eben an der Unterseite des Rectangles einsteigen, um dann eben natürlich im weiteren Kursverlauf nach oben dabei zu sein. So. Und was man jetzt vermeiden sollte in diesem Setup ist natürlich, wir befinden uns in dem Long Setup und haben jetzt vielleicht ein Asset gefunden, welches sich an der Oberseite befindet. Dann sollten wir natürlich nicht nach oben einsteigen. Weil wenn das Ganze ja noch mal nach unten läuft, dann hätten wir eine Range verpasst, die wir mitnehmen könnten. Und wenn wir oben einsteigen und der Kurs jetzt natürlich weiterhin nach oben ausbricht, dann machen wir zwar auch Profite, aber haben natürlich einen schlechten Einstieg in den Markt hingelegt. Also ist natürlich immer noch besser als Verluste zu machen, klar. Aber man sollte natürlich auch für alleine das Risikomanagement natürlich schauen, dass der Stop-Loss enger gesetzt werden kann. Und wenn wir wissen, dass der Kurs sich innerhalb des Rectangles bewegen kann, dann wäre es natürlich auch sinnlos, den Stop-Loss irgendwie in der Mitte der Box zu setzen oder also unten an der Unterkante der Box zu setzen, sondern wir müssten das Ganze natürlich schon außerhalb des Rectangles setzen. So. Und damit wir unser Risikomanagement ja optimieren können, beziehungsweise das Chancen-Risiko-Verhältnis hier optimieren können, ist es dann natürlich wichtig, den Stop-Loss eher eng zu setzen und das Take-Profit oder das angesteuerte Ziel sollte dann eben Luft haben. Hier als Take-Profit in dem Beispiel sieht man auch, dass sich eine Gap ausgebildet hat und vielleicht könnte man als ersten Anlaufpunkt eben auch den Gap Close quasi nehmen. So, dann kann ich noch mal schauen, ob wir hier noch andere Rectangle Pattern Beispiele sehen. Jetzt gerade mal auf die Signal-E-Mail quasi geklickt. Also ich werde auch jedes Mal benachrichtigt, sobald das Rectangle Pattern eintritt und hier sieht man es gerade noch mal. Kannst du noch mal kurz einzeichnen in den Chart. Und hier wäre jetzt eben genau dieses Beispiel. So. Schaue ich noch mal, ob ich vielleicht noch ein anderes Rectangle-Pattern-Beispiel finde, was ich Ihnen zeigen kann. Ja, hier haben wir noch eine Aktie, der Chart wird sich gleich verändern. Genau. Das Ganze ist jetzt eben schon nach oben rausgelaufen. Hier kann man eben sehen, hat man die Range, die ich nochmal einzeichnen kann. Ups. In dieser Box bis hier nach der Markteröffnung. Und
Man muss mal dazu sagen, es gibt halt immer gewisse Regeln, die ja auch die Software haben muss, um solche Patterns zu erkennen. Und man könnte jetzt natürlich so hergehen und sagen, nee, das ist jetzt kein Rectangle Pattern, weil es sieht eben ein bisschen schwammig aus. Oder für manche Leute, die sagen, nee, Rectangle Pattern geht für mich erst ab 2 Tagen in der Range los oder die Box muss mindestens so groß sein. Und von daher würde ich an der Stelle noch mal kurz die Regeln erklären für unsere Rectangle ja, Erkennung. Und zwar muss eben die Ober- und die Unterseite, die muss mindestens dreimal angelaufen werden. Also damit das Ganze eben nicht zu kurz kommt, ne? Nicht, dass wir eben nach unten einmal, nach oben einmal, nach unten einmal. Und dann hätten wir eigentlich an der Stelle auch eine doppelte Bodenformation und also noch keine Rectangle-Formation. Und damit man das Ganze eben mal so unterscheiden kann, haben wir gesagt, okay, wir haben die Regel dreimal nach unten, dreimal nach oben, dann ist das Ganze als Rectangle-Pattern. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Ober- und die Unterseite auch sogar 10-mal angelaufen wird, dann ist das auch kein Problem. Dann wird das Ganze natürlich auch erkannt. So viel zu der Thematik. Okay. Ja, dann können wir noch mal auf die Webseite gehen, da viele Leute auch noch mal gefragt haben mit dem SFS Add-on, wie man das Ganze installieren kann, würde ich Ihnen noch mal zeigen. Und zwar haben wir hier in dem Menü den Link zum FS Add-on. Das FS Add-on, es ist quasi eine Art Plugin für den MetaTrader. Wenn Sie das installiert haben, dann können Sie automatisch die Charts in dem MetaTrader öffnen lassen, so wie ich es vorhin gemacht habe. Also jedes Mal, wenn ich ein Screening-Ergebnis habe, dann muss ich nicht in dem MetaTrader erstmal das Symbol heraussuchen und vielleicht irgendwie noch die ganzen Linien einzeichnen, sondern ich klicke einmal auf das gefundene Asset, wie jetzt in dem Beispiel. Wenn wir jetzt uns die Assets anzeigen lassen, kann man hier einfach raufklicken und dann steht hier unten, Chart wird geöffnet und nach kurzer Ladedauer sollte sich dann der richtige Chart auch geöffnet haben. Und damit das Ganze eben von alleine funktionieren kann, müssten Sie sich das FS Add-on installieren. Da finden Sie den Download-Link auf der Seite. Ich empfehle das Ganze für den MetaTrader 5 zu installieren, damit Sie auch alle Features nutzen können. Sie können, falls Sie mit dem MetaTrader 4 noch unterwegs sind, können Sie das Ganze auch für den 4er installieren. Dort haben Sie allerdings den Nachteil, dass Indikatoren und Linien nicht eingezeichnet werden. Das hängt damit zusammen, dass die Funktionalität vom MetaTrader nicht gegeben wird, Indikatoren auf den Chart anzuwenden. Und wir an dem Punkt dann gesagt haben, okay, da machen wir es halt nur noch für den Fünfer, das macht mehr Sinn, hat mehr Funktion und im Endeffekt der MetaTrader 4, der wird ja wahrscheinlich irgendwann eh auch dann abgelöst. Ja, nachdem Sie auf den Download-Button geklickt haben, dann erhalten Sie eben eine Excel-Datei, die können Sie auf dem Windows-Computer einfach ausführen. Dort laufen Sie durch ein Installations-Wizard und wenn Sie dort durch sind, dann sehen Sie quasi in Ihrem Menü im Navigator unter dem Punkt Experten finden Sie dann das Forex Screener Add-on. Jetzt mal schauen, wo das hier ist. Ich habe hier nämlich sehr viele. Forex Screener. Okay. Ah, ich finde es jetzt gerade gar nicht mehr. Doch, hier ist es. Okay, das heißt jetzt bei mir gerade anders, aber es ist nicht so schlimm. Sie werden das Ganze dann hier finden als Forex Screener Add-on und dann können Sie entsprechend per Doppelklick das Ganze anwenden. Sie müssen
Per Eingabe müssen Sie dann einfach Ihre E-Mail-Adresse eingeben, damit das Ganze synchronisiert werden kann. Und sobald Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, klicken Sie dann auf OK. Und als letzte Option müssen Sie noch eine Sache einstellen. Da gehen Sie unter Extras in Optionen rein, gehen unter den Reiter Experten und dann müssen Sie noch eine URL eingeben. Die finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Das Ganze ist hier beschrieben. Da können Sie einfach die URL kopieren und tragen das Ganze dann hier in eine neue Zeile ein. Dann können Sie auf OK klicken und schon sollte das Ganze funktionieren. Ich habe es mir natürlich persönlich auch so eingerichtet, dass das Ganze auf jedem Chart mit drauf ist, wenn Sie den Chart öffnen. Das Ganze können Sie dann einfach machen, indem Sie, wenn Sie das FS-Addon angewandt haben, unter Vorlagen gehen und als Vorlage speichern. Und da müssen Sie dem neuen Template, was Sie erstellen, beziehungsweise der Vorlage, müssen Sie einfach den Namen default.tpl geben. Und ja, sobald Sie das gemacht haben, wird in jedem Chart, den Sie neu öffnen, wird eben das Fullscreener Addon angewandt sein. So. So viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal in den Screener rein, ob wir irgendwie ein gutes Setup zum Schluss finden können. Und ich würde hier vielleicht mal ein paar Setups auch von mir vorstellen, die ich persönlich ja, ganz gut finde. Ich habe ja auch eine Menge Setups dabei, mit denen ich halt noch ausprobiere, also erstmal weiter eingestellt habe, von dem Kriteriumspektrum her und das Ganze dann halt verenge. Und hier gibt es zum Beispiel ein Setup. Schauen wir mal, ob es hier ein Ergebnis zu gibt. Ansonsten brauche ich das Ganze halt noch nicht erklären, aber ich würde es Ihnen auch gerne zeigen. Das sind Setups, die ich kombiniert habe, also wo ich die Widerstände eben ja, so kombiniert habe, dass zum Beispiel der Pivotpunkt mit der Preismarke zusammenfällt und wir eine Art stärkeren Widerstand bekommen. Da finden wir jetzt leider keine Ergebnisse. Das Ganze ist natürlich auch etwas seltener zu finden. Funktioniert auch dafür besser. Dafür sind dann eben die Signale da. Also, dass wir eben Setups, die nicht so oft am Markt sind, aber sehr gut funktionieren, dass wir uns darüber dann halt benachrichtigen lassen können. Ansonsten kann ich mal schauen. Ich klicke hier mal ein paar Setups von mir durch, die eben sehr eng eingestellt sind und gucken wir mal, ob wir dazu was finden. Ansonsten, wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch in den Chat mal Setups reinschreiben, die wir uns zusammen angucken, ob wir mit dem Screening Ergebnisse finden oder nicht. Das sind ja alles sehr enge Setups. Dann würde ich das Ganze nochmal von der Pike anmachen. Auch gar kein Problem. Dann suchen wir mal nach Pivotpunkten. Ups. Die Seite nochmal kurz neu laden. Kleinen Moment. So. Hoppala. Da scheint gerade was schiefgelaufen zu sein. Ja, dann machen wir das ganz einfach so. Dann nehmen wir uns einfach mal den Distanz zum Preismarkenfilter und schauen mal, was wir da finden. Wir haben hier relativ viele Ergebnisse, sodass wir das Ganze nochmal einengen können. Und schauen, ob wir hier vielleicht ein gutes Setup finden im Forex-Bereich. Hier hätten wir schon mal eins, was tendenziell ganz gut aussieht. Okay. Hier kann man in dem Setup schon mal erkennen, die Linien, die eingezeichnet wurden, die letzten zwei Preismarken, in denen sich der Kurs befunden hat. Ja, sind dann eben zu einer Range geworden. Hier war quasi der Entry Point in diese ganze Range. Und die Range, die wurde eben öfter nach oben und nach unten getestet. Wenn man das Ganze als Rectangle Pattern jetzt gesehen hätte, also wenn das Ganze ein sauberes Rectangle Pattern gewesen wäre, dann könnte man sagen, ja, die Annahme, dass der Kurs von unten im Markt kommt und in ein Rectangle läuft und nach oben aufgelöst wird, die ist hier eben
aufgegangen, ne? Und jetzt könnte man eben mal schauen, ob man hier an der Preismarke noch einen guten Einstieg findet. Hier ist jetzt allerdings das Problem, dass wir uns schon unter der Preismarke befunden haben. Und ja, sobald wir jetzt auf den Widerstand treffen, müsste man dann natürlich eher in die Short-Richtung gehen. Der Markt sieht natürlich jedoch nicht short aus. Also wenn man mal auf das höhere Zeitintervall wechselt, dann kann man schon sehen, das Ganze ist eigentlich eher ein aufwärts gerichteter Markt. Und ich würde an der Stelle warten, bis der Kurs sich wahrscheinlich einfach so verlaufen würde und dann an der Preismarke, um dann nochmal einzusteigen. Deswegen gehen wir mal zurück in den Screener und suchen mal, ob wir noch was Schöneres finden. Das Ganze ist wie gesagt halt so, die Filter, die sind jetzt gerade relativ weit eingestellt. Die engeren Filter, mit denen man sehr gute Ergebnisse erzielen kann, die bringen halt sehr wenig Ergebnisse, weswegen man sich darüber ja signalisieren oder informieren lassen sollte. Aber wir können ja mal trotzdem schauen, was der Markt uns jetzt noch geben kann, zum Beispiel mit den Pivotpunkten. So. Dann schauen wir mal zur Distanz zu Pivotpunkten in dem Filter, ob wir was mit dem Punkt S3 finden. Da hätten wir ein Ergebnis. Das sieht allerdings etwas merkwürdig aus. Also suchen wir mal nach R3. Ah ja. Hier hätte man zum Beispiel ein ETF. Welches den heutigen Tag ja raketenartig nach oben geschossen ist. Ne? Also man kann sehen, dass übers Wochenende hat sich hier eine ziemlich große Gap wurde hier gemacht. Und man kann eben sehen, die Linien, die eingezeichnet wurden, das sind hier die Pivotpunkte. Und das können eben immer Widerstände sein, so dass es, dass man eben sieht, der Widerstand R1, der wurde hier schon angelaufen. Die Widerstände R2 und R1, die wurden hier durchlaufen. Hier unten meine ich natürlich S1 und wir befinden uns jetzt an dem Widerstand R3. Und ich würde an der Stelle, das sieht mir schon irgendwie nach einem Short Setup aus. Ich würde an der Stelle mal schauen, ob wir eine Range auf jeden Fall mitnehmen können. So, und ich würde jetzt so hervorgehen, dass ich warte, ob es hier auf einem kleineren Zeitintervall, also zum Beispiel M15 oder auch sogar M5, einen neuen Außenstab, einen neuen biblischen Außenstab, ob wir den bekommen. Und sobald das Ganze eingetreten ist, wäre das für mich jetzt ein Signal in die Short-Richtung. So, und jetzt stellt sich, wie gesagt, immer die Frage, ja, bis wohin sollte man den Short halten, weil der Markt auf dem größeren Zeitintervall dann natürlich doch nicht Short ist, sondern eher in Richtung aufwärts gerichtet ist. Wir hätten natürlich den Short-Markt erst dann, wenn das Tief hier unterboten wird. Sodass wir eben nur eine Range mitnehmen würden. Und ja, sobald hier zur Bewegung in den Markt kommt, könnte man das Ganze so handeln, dass man eben den nächsten Widerstand an der Stelle nochmal testen kann. So. Dann gehen wir nochmal kurz in die Folien hinein. Genau. Und ja, den Forex-Screener, den haben Sie heute kennengelernt und ich hoffe, dass ich auch zeigen konnte, ja, was quasi die Vorteile für Sie sind, wie Sie Zeiten sparen, ja, wie Sie die Sachen finden, die Sie suchen, beziehungsweise hier auch ein bisschen Inspiration geben konnte. Und Sie haben hier natürlich noch einen weiteren großen Vorteil und zwar, dass der Forex-Screener für Sie kostenlos ist, wenn Sie Kunde bei FXBet sind. Also wenn Sie sowieso schon ein Trading-Konto bei FXBet haben,
dann können Sie einfach auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de, und können dort Ihren kostenlosen Zugang erstellen lassen. Das Ganze will ich Ihnen auch noch mal kurz zeigen. Gucken wir mal ein neues Browserfenster dafür auf. Gehen auf die Webseite und dann gehen Sie halt auf Registrieren. Und dann können Sie in diesem Menü aussuchen, ob Sie Kunde sind bei FX Flat oder ob Sie bei einem anderen Broker sind. Für FX Flat Kunden müssen Sie einfach Ihre Daten eingeben, damit der Broker das dann quasi auch zuordnen kann. Also Ihre Trading-Kontonummer verifizieren kann, okay, die gibt es wirklich bei uns und da wird von FX Flat Ihr Account freigeschaltet. Das Ganze ist, wie gesagt, komplett kostenlos für Sie. Sie haben auch die Möglichkeit, den Forex-Screener zu nutzen, wenn Sie nicht bei FX Flat sind, dann wählen Sie eben die andere Option aus und dann können Sie den Zugang zum Forex-Screener monatlich mieten. Ja, ich habe Ihnen ja quasi gezeigt, wie Sie, wenn Sie eingeloggt sind, sofort den Markt screenen können. Ich sprach aber auch davon, dass es quasi die Möglichkeit gibt, sich Signale schicken zu lassen, wenn Sie Ihre Setups angelegt haben, damit Sie quasi keinen Trade mehr verpassen. Und da haben Sie natürlich auch die Option auf unserer Seite, die Forex-Screener-Signale für sich zu buchen. Das Ganze sieht dann eben so aus wie in dem Screenshot. Dann erhalten Sie für Ihr Setup eine E-Mail mit Chartbild und welches Setup in welchen Charts gefunden wurde. Und das Ganze passiert, wie gesagt, in Echtzeit per E-Mail. Wir haben dazu eine Testphase aufgesetzt mit Tradern, die das Ganze kostenlos testen konnten über mehrere Wochen. Und da haben wir natürlich festgestellt, dass der Mehrwert von dem Projekt sehr, sehr hoch ist. Also die Leute, die vorher schon den Forex-Screener genutzt haben, die haben sich sehr gefreut über die Signale, die sie dann erhalten haben. Da haben wir für Sie natürlich noch ein kleines Angebot mitgebracht. Und zwar können Sie sich 15% sparen für die Signale mit dem Rabattcode FXFLAT15. Damit Sie das Ganze buchen, können Sie auch einfach auf unsere Webseite gehen unter dem Punkt Signale. Und dann können Sie das mit dazu buchen. Yes, und dann würde ich sagen, war es das an der Stelle auch schon gewesen mit dem Webinar. Ja, ich würde noch mal kurz einen Blick werfen in die Fragen, Genau, eine ob es Frage ist Fragen noch gibt. offen. Okay. Die Frage ist geplant, das symmetrische Dreieck-Pattern einzubauen? Genau, dazu kann ich sagen, es werden auf jeden Fall Dreiecke kommen. Ob es ein symmetrisches geben wird, das kann ich noch nicht versprechen. Wir werden es auf jeden Fall probieren. Das Ganze liegt einfach daran, dass die ja, Chart-Pattern-Erkennung ist einfach sehr schwer umzusetzen im Markt, also mit so einer Software. Und es ist wichtig für uns, dass wenn wir eben Patterns haben, dass die auch gut sind. Also dass da nicht so viel Interpretationsfreiraum ist und man sagt, nee, das ist ja eigentlich eine Range oder ein Rectangle-Pattern und kein Dreieck. Wir werden das Ganze angehen und wenn wir gute Ergebnisse für uns finden können, dann werden wir das natürlich auch releasen. Zum Thema Patterns kann ich Ihnen auch sagen, da werden noch weitere Patterns kommen. Also aktuell haben wir ja, ich schau mal kurz, haben wir ja eine eigene Patterns Section hier und dort haben Sie zum Beispiel bullisches, bearisches Engulfing Pattern, also das ist ja ein Candlestick Pattern und als richtige Chart Patterns haben wir aktuell die Rectangle Formation, die ich heute vorgestellt habe und die Double Formation. Da können Sie auch mal schauen, ob Sie dazu gute Ergebnisse finden. Da ist die Erkennung eigentlich sehr gut. Kann man hier vielleicht in den Beispielen sehen, an den Ws, die hier oben so ausgebaut sind. Und da gibt es auch noch einige To-Dos für die Zukunft. Also wir haben auf jeden Fall noch vor, beispielsweise das SKS-Pattern zu implementieren.
Dann gibt es ja auch noch Triple Bottom und Top Pattern, die werden auf jeden Fall auch noch reinkommen. Und ja, die Liste ist sehr lang an Patterns, also generell auch die Filtern, die noch dazukommen werden, da werden wir noch mal ordentlich Gas geben. Und mit den neuen Patterns haben wir dann natürlich auch gleich neue Themen für die weiteren Webinare ab dem nächsten Webinartermin. Genau, also da könnte ich schon gespannt sein. Ja, gibt es ansonsten noch weitere Fragen? Okay. Ja, so sieht erstmal nicht nach weiteren Fragen aus. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und natürlich auch zum Schluss geblieben sind. Ich hoffe mal, dass ich Ihnen gute Erklärungen geben konnte und vielleicht auch ein bisschen Inspirationen geben konnte, beziehungsweise dass Sie sich auch die Inspiration selber holen können, indem Sie den Forex-Screener nutzen. Eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, für die Inspiration haben Sie hier auch an den Filtern diese Buttons mit dem i. Dahinter stecken Erklärungsvideos für die einzelnen Filter. Und wenn Sie sich eben im Trading-Bereich noch nicht so auskennen und vielleicht nicht wissen, na, was steckt eigentlich hinter dem Indikator oder hinter der Power Candle, dann wenn Sie sich das Video mal kurz anschauen, ist ja ist sehr lehrreich und inspirierend. Und ja, dann freue ich mich schon auf die neue Webinarreihe und freue mich schon, Sie nächsten Monat dann mit neuem Content begrüßen zu dürfen. An der Stelle dann noch einen schönen Abend für Sie und ja, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, super. Also, 17. August ist der nächste Termin und ich freue mich natürlich ebenfalls, insbesondere dann auf die neuen Themen. Ich möchte mich natürlich bei dir bedanken, Manuel, für das Webinar heute. Wirklich sehr interessant und eine super Vorstellung, was der Forex Screener eben kann und auch zukünftig ja, können wird. Und dann ein Riesendankeschön an alle, die dabei waren. Ich wünsche natürlich ebenfalls einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine erfolgreiche Woche und insgesamt erfolgreiches Trading. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis demnächst. Also, schönen Abend. Tschüss zusammen.